ich bin ein Einzelunternehmer, der halt mit anderen kooperiert, aber in dem Augenblick, wo ich mit anderen kooperiere, bin ich auch in dem Energiefeld der anderen und bin damit verbunden. Und bin auf einer gewissen Ebene in einer Ko-Kreation mit dem anderen. Und Das die heißt, Ko-Kreation, Gregor, das ist der Schlüssel. Um die geht's. Die kannst du aber vorher nicht beschreiben, weil sie noch nicht da ist. Und das ist das, was ich bei Unternehmern mir oft schwer tue, bei Wegbereitern. Der sagt ja, wie genau macht sie das und was macht sie? Wunderschönen guten Morgen. Morgen. Guten Morgen. Morgen. Hallo. Gregor. Guten Morgen. Ja, zu einem besonderen Format, Menschlichkeit leben. Heute geht es nicht um die Rolle, die wir haben im Leben, über die wir uns so viel definieren, sondern heute geht es um die Menschlichkeit. Und wenn man sagt, Ökonomie der Menschlichkeit, Wirtschaft, Menschlichkeit, passt das zusammen, hören wir oft, das ist ja ganz was anderes. Na, genau das ist, glaube ich, jetzt der Zeitgeist, dass man eben wieder menschlich wirtschaftet, menschlich lebt und dass man sich ausdrucken darf als Mensch, so das Entsprechen, das Funktionieren, das funktioniert immer weniger. Es braucht Raum, wir müssen nicht stark sein, wir dürfen uns ausdrucken. Und das war ein Wunsch von mir, ein Format zu schaffen in der Ökonomie der Menschlichkeit, bewusst gemeinsam leben, das uns einfach mehr zueinander bringt und das soll ja achtsamer oder ist ein achtsamer Raum für Begegnung, um zueinander zu finden. Und wir haben jetzt gesagt, die erste, allererste Begegnung zeichnen wir auf, damit man mal sieht, ja, was ist denn das? Was machen wir da? Und der Ansatz ist der, dass man immer einen Begleiter hat für diesen Morgenimpuls. Der sollte alle 2 Wochen stattfinden. Und heute haben wir einen ganz besonderen Begleiter, den Gregor. Er nennt sich Weltenwanderer, wobei heute die Rolle ja nicht wichtig ist. Weltenwanderer, für mich auch Weltenverbinder. Gregor ist ein Begleiter seit 10 Jahren, tiefe Verbundenheit. Wir haben uns lange nicht gesehen, aber es war immer eine Verbindung da. Wir haben uns ja nie verloren. Und ich habe gesagt, Gregor, du, das machen wir jetzt. Wärst du bereit, da den allerersten Impuls zu begleiten? Und der Gregor ist einer, der sehr nach Intuition handelt und hat gesagt, du, ganz, ganz gern bin ich da dabei. Und das berührt mich auch, Gregor, dass du gesagt hast, ja, machen wir. Und wenn du so lieb bist, dir vielleicht kurz vorstellst, für die, die das nicht kennen. Und das Thema Zeit haben wir heute. Und das hat sich auch noch kurz gesagt so ergeben, dass wir ja viel möchten, aber die liebe Zeit. Und die haben wir nicht und das geht nicht. Und auch ganz bewusst um 6 in der Früh einmal was anderes tun und das ins Wochenende mitzunehmen, wirken zu lassen. Also das entsteht alles rein intuitiv und gar nicht mit Planung und das habe ich irgendwo, wenn ich einen ganz großen Wunsch habe und sich das gut angespielt, dann setze ich das gern so um. Und ja, das ist halt Samstag in der Früh um 6. Mir freut es auch, dass Leute dabei sind. Einer zum Beispiel, der gerne um 8 aufsteht und heute dabei ist. Und das ist einfach schön, wenn man mal rausgeht und sagt, Dama, lieber Gregor, danke, danke, bitte, wenn du übernimmst. Ja, guten Morgen euch alle miteinander. Schön, dass wir uns da begegnen in diesem Raum. Danke, Georg, dass du das möglich machst. Und ich sitze dort in der Natur, hoch oberhalb vom Milchstädter See, unterhalb von einem Berg. Und da werde ich so dieses Gespräch mit euch führen. Die Idee des heutigen Morgens ist, dass ich einmal jetzt so einen kurzen Impuls gebe zum Thema Jetzt und Leben im Augenblick und einige von meinen Erfahrungen und Erkenntnissen teilen und dann haben wir so einen offenen Austausch. Ja. Seit 18 Jahren gehe ich als Weltenwanderer durch diese Erde und durch dieses Leben. Ich bin vor 18 Jahren, ja, zu Fuß von Österreich nach Japan gegangen, 3 Jahre lang. Vorher habe ich Wirtschaftswissenschaften und Umweltwissenschaften studiert. Aber das meiste habe ich dann auf dieser Wanderung gelernt. Und das meiste, was ich vorher gelernt habe, habe ich auf dieser Wanderung wieder verlernt. Raus aus dem Wissen von außen, das man in
Schule und verschiedenen Institutionen immer wieder begegnet, hin zu dem Wissen von innen. Bei dieser Wanderung nach Japan, die 3 Jahre gedauert hat, habe ich ein fixes Ziel gehabt und habe dieses fixe Ziel auch erreicht. Ich habe aber auf dem Weg viele Blasen gehabt. Die Sehnen haben oft weh getan. Das Ziel hat einen Druck erzeugt in mir. Und ich war oft mit meinen Gedanken schon in Tokio, obwohl ich eigentlich noch in Peru war oder in Kalifornien. Habe mich dann durch das Gehen wieder in die Präsenz gebracht, natürlich. Aber war oft viel in der Zukunft. Ich bin dann wirklich in Tokio angekommen und ich weiß nicht, ich bin in Tokio gestanden, mitten im Zentrum von Tokio und habe mir gedacht, was jetzt? Und es ist auf einmal eine große Leere entstanden. 2008 bin ich dann wieder losgegangen und habe die Wegkreuzungstour gestartet und habe den Traum gehabt, an jeder Wegkreuzung stets zu entscheiden, ob ich links oder rechts gehe. Das war für meinen Verstand eine Herausforderung, weil der Verstand wollte oft wissen, wo es hingeht. Den Weg wirklich im Gehen entstehen zu lassen, im Sinne von dem Dichter, dem spanischen Antonio Machado, Wanderer, es gibt keinen Weg, der Weg entsteht im Gehen. Das war die Herausforderung. Dann ist es weitergegangen, ein Jahr drauf bin ich mit einem lieben Freund, mit dem André, zu Fuß durch Südnorwegen gewandert. Da war es ein interessantes Erlebnis, was Zeit anbelangt, weil da war, im Prinzip ist die Sonne da nie untergegangen. So hoch im Norden, es war immer hell. Irgendwann sind wir draufgekommen, wir können auch in der Nacht gehen. Und sind oft einfach in der Nacht gegangen und haben am Tag geschlafen. Sind immer mehr aus dieser Zeit ausgestiegen. Und nach dem wunderschönen Sommer dort in Norwegen habe ich eine große Vortragstournee gehabt mit 150 Reisevorträgen. Und der André hat auch viele Vorträge gehabt, der ist auch in dieser Vortragstätigkeit unterwegs. Und er hat die Frage gestellt, Gregor, was bringt das jetzt alles, was wir da gelernt haben, wenn wir es nicht in den Alltag bringen können? Immer diese große Frage, wie kann ich diese Erkenntnisse auch in den Alltag bringen? Und die Übung war sehr gut. Ich habe damals gerade mein Buch rausgebracht, Der Weltenwanderer. Habe 150 Vorträge gemacht von September bis Mai. Dazwischen sehr viel mit Medien zusammengearbeitet, die eine ganz eigene Dynamik, was Zeit anbelangt haben. Wenn sie anrufen und sagen, es gibt so ein Interview geben, dann soll man im Idealfall sofort springen. Und wie kann man dieses integrieren? Und da habe ich 2 Schlüsselpunkte entdeckt, die mich begleiten seither, das ist die Selbstliebe. Mich selbst lieben. Und das zweite ist die Selbstwertschätzung. Mich selbst wertzuschätzen. Und reinzufühlen im Jetzt. Was steht jetzt an? Mit dem Gefühl bin ich durch diese Vortragstournee gegangen und trotzdem hat es mir dazwischen immer wieder mal rausgeworfen. Und ich habe mir auf einer gewissen Ebene in diese schnelllebige Zeit, ich habe da mitgespielt oft mit der Geschwindigkeit, bis ich dann dieses Symbol bekommen habe, eines Zahnrads. Wenn das Gesellschaftszahnrad ein kleines Zahnrad ist, das sich ganz schnell dreht und sich immer schneller dreht, dann kann ich ein großes Zahnrad haben und mich mit dem großen Zahnrad mit dem kleinen verbinden. Und selbst wenn das kleine ganz schnell geht, geht mein großes trotzdem langsam, wenn man sich das so vorstellt. Das heißt, diese Übersetzung, das entscheide ich. Selbst wenn rundherum alles schnell geht, kann ich langsam gehen. Und da gibt es einen Satz vom Konfuzius, der mir immer wieder inspiriert hat. Wenn du in Eile bist, so gehe langsam. Diesen Satz haben wir wahrscheinlich viele schon gehört. Interessant wird es dann wieder bei der Anwendung. Man ist zum Beispiel unterwegs zum Zug. Man ist gefühlt spät dran, geht man schnell, wie wir da gelernt haben seit dem Kindergarten, oder folgt man dem Konfuzius, der gesagt hat, geh langsam. Überhaupt,
wie sehr sind wir in dieses Gesellschaftssystem integriert. Bei mir geht es immer darum, wenn ich eine Erkenntnis habe, diese in den Alltag umzusetzen, vom Wissen zum Handeln. Und so habe ich mal ein Experiment gemacht und habe mich auf die Hausbank gesetzt. Und habe nichts mitgenommen zum Lesen, nichts zum Schreiben, kein Handy, keine Kommunikation. Bin allein einfach auf der Hausbank gesessen. Und habe mir gedacht, das bleibe ich einfach dort einmal sitzen. Und so nach 2-3 Stunden ist das Gefühl gekommen, so eine gefühlte innere Stimme, die gesagt hat, Gregor, du kannst da nicht einfach herumsitzen, du musst dir was tun. Mit der Zeit bin ich draufgekommen, dass das überhaupt nicht meine innere Stimme ist, sondern dass das eine Stimme von der Gesellschaft ist, die ich übernommen habe seit dem Kindergarten, seit der Volksschule. Und die so zu meiner Wahrheit geworden ist, dass ich davon ausgegangen bin, es ist meine innere Stimme. Und dann dieses Gefühl, ich muss überhaupt nichts mehr. Nichts mehr zu müssen. Das war dann die große Entscheidung auf dieser Hausbank. Ich muss nichts mehr. Gar nicht so einfach. Nichts mehr zu müssen. Interessant dann, wenn man unterwegs ist und man dann manchmal sagt, ich muss jetzt dort hingehen oder ich muss das tun. Wenn mir das auffällt und ich das Wort muss verwende, dann formuliere ich meistens den Satz neu um ohne muss und es macht einen Unterschied. Warum ist es so? Ich habe gelernt, meinen Körper besser kennenzulernen und reinzuspüren. Der Körper ist ein wundervolles Instrument. Wie fühlt sich für euch das in eurem Körper an, wenn ihr sagt, ich muss das und das machen? Oder wenn ihr sagt, ich mache das und das? Zum Beispiel, nehmen wir das her, man hat einen relativ intensiven Tag gehabt und am Abend sagt man, jetzt muss ich aber noch rausgehen, dass ich ein bisschen zur Ruhe komme. Wie fühlt sich das an? Oder wenn ich sage, ich gehe jetzt raus, dass ich zur Ruhe komme. Bei mir ist es so in meinem Körper, wenn ich das Muss verwende, dann zieht sich mein ganzer Körper ein bisschen zusammen. Wenn ich ohne Muss kommuniziere, dann dehnt er sich aus und wird weiter. Der Körper ist so intelligent. Auf einem Quantenphysikkongress in Deutschland habe ich Amit Goswami kennengelernt, einen Inder. Und der hat gesagt, wir sollten, oder es wäre gut, oder es wäre ein guter Impuls im Leben, immer in das Tun und Sein zu gehen. Er hat es auf Englisch gesagt, do be, do be, do be, do be. Handeln, tun und sein. Immer wieder dazwischen in diese Stille zu gehen, in dieses Aufnehmende, nicht in das Rausgehende, sondern in das Aufnehmende, in das Nährende zu gehen, zu schauen, was gibt mir diese Zeit gerade. In dieses Jetzt zu gehen. Weil, wie ist Zeit mit Angst verbunden? Das ist eine sehr interessante Frage. Wann ich wirklich im Jetzt bin, so wie jetzt, ich sitze da auf dieser Wiese, mitten in der Natur, habe ich da Angst? Angst kommt oft dann, wenn ich mit meinen Gedanken in die Zukunft gehe oder wenn ich in der Vergangenheit bin, wo ich gewisse Erfahrungen gemacht habe und auf einmal hole ich diese Vergangenheit wieder her in dieses Jetzt. Oder ich schicke es in die Zukunft. Weil in dem Jetzt ist deswegen keine Angst, weil ich dann Zugang zu meinem wahren Selbst haben kann. Was ist mein wahres Selbst? Wer bin ich? Wer bin ich jenseits von dem Gregor,
von dem Weltenwanderer, von den Begegnungen im Außen. Wer bin ich wirklich? Was heißt es, mit allem auf der Welt verbunden zu sein? Wenn ich mich mit diesen Fragen beschäftige, dann komme ich in dieses Gefühl des höheren Selbst und da steige ich aus der Angst aus. Gerade in Zeiten wie diesen ein ganz wichtiger Schlüssel, immer wieder rauszugehen aus diesem Kollektiv, das oft sehr in der Angst ist. Weil Entscheidungen aus der Angst getroffen sind keine guten Entscheidungen, habe ich in meinem Leben erlebt. Warum ist es so? Weil die Angst noch mehr Angst in mein Leben zieht. Und wenn ich erkenne, wer ich wirklich bin, ist keine Angst. Selbst wenn draußen ein wilder Sturm geht, und mit Sturm meine ich nicht nur den Sturm des Wetters, sondern auch den Sturm, der durch die Gesellschaft weht. Ich kann mitunter den Sturm nicht aufhalten, aber ich kann selbst in die Ruhe kommen. Und wenn ich aus der Ruhe heraus handle, dann kann ich mit dem Sturm besser umgehen. Übrigens, planen und aus dem Jetzt leben ist nicht notwendigerweise ein Widerspruch. Vor vielen Jahren, ich habe so ein Buch über Tao, das ist so eine Philosophie aus dem fernen Osten. Und in einer Morgenmeditation steht drinnen, schau, dass du die Adlerperspektive einnimmst. Such deinen höheren Punkt, einen höheren Raum und von diesem höheren Raumblick hinaus. Mit einem gewissen Weitblick auch zu schauen, was da auf mich zukommt, um vorbereitet zu sein. Und aus dieser inneren Weisheit heraus agieren. Ich habe ja Wirtschaftswissenschaften studiert in Wien, Oxford und Havanna, habe auch bei der Weltbank gearbeitet und bin vertraut mit dem, was in der Wirtschaft als Strategic Management anbelangt, angesprochen wird, als strategisches Management mit klaren Plänen, Businessplänen. Und ich bin draufgekommen, in dieser Zeit, die sich jetzt so schnell wandelt, ich nenne das jetzt, wo wir jetzt gerade sind, die große Wandelzeit, ist es nicht hilfreich, am Plan festzuhalten. Ich kann schon einen Plan haben, aber wenn ich den Plan voll durchziehe, dann bringt mich nur der Plan dorthin, wo ich mit meinem Bewusstsein war, in dem Augenblick, wo ich den Plan verfasst habe. Ich erschaffe mir praktisch in meinem Leben immer mehr vom Gleichen. Wenn ich hingegen den Plan habe und trotzdem gleichzeitig aus dem Jetzt heraus handle und schaue, was steht jetzt an und das in diesen Plan integriere und den Plan auf einer gewissen Ebene weiterentwickle, dann komme ich wohin, wo ich möglicherweise noch nie war. In einer Meditation mit Deepak Chopra, einem Inder, hat der Deepak Chopra mal gesagt, und diesen Satz, der hat sich bei mir so eingeprägt, wenn ich gegen das Jetzt handle, dann habe ich in diesem Augenblick das ganze Universum gegen mich. Ich handle gegen das ganze Universum. Ich liebe diesen Satz, ja. Wenn man nicht auf dieses Jetzt achten. Ein weiterer wichtiger Impuls, und schon langsam komme ich zum Ende von meinen Gedanken, ist die Leichtigkeit. Die Leichtigkeit haben wir in den Prinzipien von bewusst gemeinsam Leben und Ökonomie der Menschlichkeit drinnen. Die Leichtigkeit ist für mich ein Indikator, ob ich auf dem Weg bin oder nicht. Der Impuls ist von meinem großen Herzensfreund Martin Weber gekommen, der Bewusstseinstherapeut war und
wo wir gemeinsam viele Jahre unterwegs waren. Und ich weiß noch, er hat gesagt einmal zu mir, Gregor, die Dinge sollen leicht gehen. Und ich habe mich richtig aufgeregt. Ja? Ich habe gesagt, Martin, das geht doch nicht. Man muss sich ja anstrengen, hart arbeiten, sonst kommt man zu nichts. Und erst mit der Zeit bin ich draufgekommen, wenn die Dinge leicht gehen, dann bin ich im Fluss des Lebens. Ich vertraue mich dem Leben an, das Leben ist intelligent. Und indem ich mich in den Fluss des Lebens hineinbegebe, in dem Vertrauen, dass mich der dorthin führt, wo ich hinkommen soll, dass ich über das Gesetz der Anziehung genau jene Menschen in mein Leben ziehe, die meiner Schwingung entsprechen, die ich ausstrahle. Alles ist Schwingung. Das ist nicht Esoterik, das ist Physik. Alles ist Schwingung. Das heißt, das, was ich ausstrahle, kommt zu mir. Indem ich dem vertraue, indem ich mich der Intelligenz des Lebens anvertraue, entsteht der Weg wie von Zauberhand geführt. Wie komme ich jetzt in das Jetzt? Einerseits durch das bewusste Spüren, das ich vorher schon erwähnt habe, den Körper wieder zu spüren und wahrzunehmen. Der Körper als intelligenter Indikator. Ich sitze jetzt da in der Wiese und in der Früh barfuß einmal durch die Wiese zu gehen, nach dem Aufstehen, sie mit der Erde zu verbinden. Ist eine gute Möglichkeit, sie überhaupt wieder mit der Erde zu verbinden. Bewusstes, achtsames Gehen. Ich bin als Wanderer sehr viel und sehr gerne in der Natur. Auch gerade jetzt in diesen großen Wandelzeiten schaue ich, dass ich möglichst täglich in der Natur bin und mich mit der Natur verbinde. Auch da gehe ich raus aus dem Feld der Angst und mit allen Sinnen wahrnehmen. Ja, und dann gibt es noch die Möglichkeit, wenn man im Büro sitzt und dann kommen die E-Mails rein und man lässt sich da vielleicht wegreißen von den E-Mails manchmal, ist dann vielleicht gar nicht so präsent hier, wo ich jetzt bin, sondern mehr dort bei dem, der das E-Mail geschrieben hat. Man kann sich so ein Wort aufschreiben, ganz groß, jetzt, und das an die Wand kleben. Vielleicht gleich hinterm Computer, wo man das dann sehen kann. Und immer, wenn man drauf schaut, sie wieder in dieses Jetzt holen. Ja. Abschließen möchte ich mit einem Zitat von Marie von Ebner-Eschenbach. Wenn die Zeit gekommen ist, zu der du könntest, ist jene Zeit vorbei, zu der du kannst. Ein Satz, der mich gerade jetzt immer wieder begleitet. Die Zeit wartet nicht, sie ist jetzt. Wirklich da reinzugehen. Nichts aufschieben, wo jetzt das Gefühl da ist, dass es ansteht. Weil wann vielleicht die Zeit gekommen wäre, wo man könnte, ist jene Zeit vorbei, zu der man kann. Ja. Das war jetzt so der Impuls von mir. Und jetzt können wir also in eine Gesprächsrunde gehen. Danke, danke Gregor. Diese Dinge, ja, die sind so logisch, das Jetzt hören wir oft, aber wie leben wir es? Dieses gelebte Wissen, nur durch das Tun entsteht es. Und das ist wirklich auch die Einladung der Ökonomie der Menschlichkeit, dass wir in eine Co-Kreation gehen, in eine Reise, die uns in eine Richtung führt, die bereichernd ist. Wir finden zueinander. Aber eben diese Beschreibung, die Wörter, die greifen es kurz. Und somit wäre jetzt die Einladung, und der Raum ist ja ein ko-kreativer Raum, wo wir kommunizieren, sagen, wie geht es mir damit? Wie gehe ich mit meinen Ängsten um? Es sind Unternehmer dabei, da sollte man funktionieren, stark sein den Mitarbeitern gegenüber. Und dennoch diese Innenreflexion, dieses Befinden, Kommunizieren zu können, tut uns extrem gut, und diese Räume sind sehr selten.
die sind ja sehr schwierig, weil es ja auch um Öffnung, um Verletzung geht, um ja, Dinge, die einfach in den letzten Jahrzehnten überhaupt keinen Raum gehabt haben. Und das ist für unsere Ökonomie auch der Menschlichkeit. Und wir haben tolle, feine Unternehmer, sind heute einige dabei. Und weil du gesagt hast, Wandern, Natur, wir haben ja am 14. August einen Wandertag mit dir, Gregor, danke, ja, in Oberösterreich. Und das wird auch so ein Jetzt-Tag, wo nur die Eckpfeiler geplant sind, aber was sich da ergibt, das ist in dem Sinn offen. Und ich glaube, dass das eine ganz neue Zeitqualität hat. Und das, was ich mache mit der Ökonomie der Menschlichkeit, bewusst gemeinsam leben, das hat sehr viel mit dem zu tun, einfach in der Begegnung, in der Situation den nächsten Schritt zu machen. Und das ist eine ganz schöne Kreation. Und die ist halt höchst ungewöhnlich, weil, wie du gesagt hast, du hast studiert und an Unis, da geht es immer um Pläne, um langfristig. Und das ist halt heute in dem Sinn nicht mehr. Es ist ein ungewöhnlicher Raum im Moment, die Zeit wird immer schneller. Ich glaube, wichtig ist auch wirklich auch Nein zu sagen zu vielen Dingen und bei sich zu bleiben. Und ja, Selbstliebe, Selbstachtung, dieses wirklich eigene Wertschätzen, das so wichtig ist und so gut dort verzeihen. Manifest hat die Erika Bichlani, unserer Botschafterin, gesagt, habt ihr das Wort Verzeihen drinnen. Das, glaube ich, ist auch so wichtig. Wir kehren zusammen. Ich habe selbst in der Familie ganz eine andere Situation gehabt, habe das heilen dürfen. Und darum bin ich auch so begeistert von dem Weg, weil ich einfach spüre, der bringt so in die Freiheit und so in die Verbundenheit. Und es sind Ego-Geschichten. Es ist wirklich was, wo man, wenn man tiefer geht im Leben, auf einmal diese Illusion, dieses Recht haben, sie löst. Und ich habe mit meinem Bruder die Situation, wir haben nie mehr darüber gesprochen. Mir der Therapeutin hat gesagt, ihr müsst da reden, ihr müsst ja das Problem lösen. Nein, das war nicht da, das war Illusion und die haben wir beide erkannt. Und ja, das ist so ein gelebter Weg und das dazu lernen wir ein und das ist das Format. Und den nächsten haben wir ja dann intern, den nächsten Austausch, also alle, die bei der Ökonomie der Menschlichkeit dabei sind, so für unsere Unternehmer, Unternehmerinnen da sind, unterzeichnen wir auch nicht auf. Das ist heute mal das erste Format, dass man mal einen Eindruck kriegt, um was machen wir da alle zwei Wochen um 6 in der Früh. Und eben die Co-Kreation. Und jetzt die Einladung, wer mag, mal zu dem Thema Zeit, Befindlichkeit, auch Ängste oder was berührt, einfach zu sagen oder vielleicht wer was gelöst hat. Also die Einladung einfach mal zu kommunizieren, in Austausch zu gehen. Ich wollte eigentlich zuerst Unternehmer zu Wort kommen lassen, weil denen gehört das Forum heute. Aber ich bin so fasziniert. Danke, danke, Gregor, dass du heute mit uns bist. Darf ich einfach kurz sagen, was so meins ist? Also, Ich bin auch viel unterwegs gewesen als Bergbauerntochter im Pinzgau und dann halt als Entwicklungshelferin, als Krankenschwester und für Obdachlose in London. Und was sich für mich gefügt hat, das ist Information und Vernetzung für friedensfähige Geldordnung und also seit 1992 schon. Seit 2015 haben wir Veranstaltungen dazu, wo Wirtschaftswissenschaftler und andere Experten aus dem Ausland kommen. Und meine Riesenhoffnung ist, vielleicht, Gregor, kannst du uns sogar dabei ein bisschen helfen. Das war so super. Es ist auf den Punkt gebracht und dann bin ich schon stark vor einer Frau aus der DDR. Ich kenne zwei Leute aus der DDR, die für die Friedensarbeit Wirtschaft Autodidakt studiert haben. Und die Samira, die sagt, Falschgeld, weil ja so viel erzeugt wird, ja in Umgehung auch von Bankengesetzen, einfach durch Hedgefonds. Falschgeld ist die Herrschaft des Nichts über die Wirklichkeit.
Und die riesengroße Hoffnung ist einfach, diese Situation zu enttabuisieren, zu sagen, dass nicht zuerst böse Menschen schuld sind an Zerstörung und Kriegen, sondern eine Struktur, die wir heute, in dem wir so vernetzt sind, überwinden können. Und dieses bei mir sein, dieses im Jetzt sein, das eröffnet so viel an unglaubliche Hoffnungen. Und das Nächste, was wir jetzt dann, wir sind 8 Leute im Kernteam von seinen Städten aus mehreren Bundesländern, das wäre ein Quiz zur Geldfrage mit einfach grundsätzliche Informationen, die man möglichst einfach konzipieren möchten, aber das ist halt schwierig. Und jetzt freue ich mich riesig, heute da in der Früh mit Ihnen zu sitzen. Danke, Josefa. Es ist interessant, dass wir, und du bist extrem engagiert, geht es wieder den Menschen dienen und was macht es mit uns, dass wir immer was ändern wollen. Meine Einladung ist, oder meine Erkenntnis, die, dass wir sagen, es ist alles gut, wie es ist. Das mag völlig verrückt klingen, aber ich nehme das an. Ich nehme das an. Es soll immer auch bei Regierungen, es soll oben was geändert werden, damit es uns gut geht. Aber wenn wir, jeder Einzelne, in seiner Familie bei sich selbst anfangen, ist in dem Sinn alles da. Und dann wird sich auch das andere ändern. Ich glaube, das von oben, und da haben wir öfter auch drüber geredet, das ist halt ein Ansatz, wo wir wieder alles richten würden oder irgendwer oder du jetzt mit deiner Initiative. Aber es ist nicht zufällig so, wie es ist. Und es ist nicht zufällige Ausbeutung, weil wir uns vielleicht jeder Einzelne selber ausbeutet. Diese Selbstliebe zu sich finden, ich glaube, sollten wie ich bei uns beginnen und dann wird sich das oben ändern. Und das ist wirklich die Einladung. Auch bei uns, bei der Wirtschaft. Die Wirtschaft, wir sind der größte Arbeitgeber, wir haben am meisten Kraft. Aber dennoch haben wir uns als Gemeinschaft noch nicht gefunden. Ökonomie der Menschlichkeit ist eben der Ansatz. Das ist, wir sind nicht Opfer. Und das Leben ist auch keine Bedrohung. Das Leben ist nicht anstrengend. Und das Leichtigkeit, Freude, Vertrauen, was der Gregor gesagt hat, ist für gewisse Anmaßung, weil die sagen, das ist nicht. Die Realität ist ganz eine andere. Aber desto mehr ich da klammert, mich festhält, desto schwieriger ist und desto mehr in den Fluss gehe, desto leichter geht es. Das ist fürs Ratio völlig verkehrt, weil das ist nicht unser Konzept, das wir gelernt haben, sondern wir müssen durchhalten, wir müssen stark sein, wir müssen kämpfen. Und das Leben kriegt aber so eine Kraft, die uns genau das Gegenteil sagt. Einlassen, fließen lassen, bringen uns woanders hin und dann geht eine neue Tür auf, die uns viel, viel tiefer bringt. Und der Punkt war vielleicht heute noch bei dem Vormittag oder bei dem Morgen, wie gehe ich um? Wie bin ich möglichst in der Kraft? Wie reflektiere ich mich? Wo gibt es ein Ritual, das ich in der Früh zum Beispiel mache? Also einmal wirklich bei sich zu bleiben und dieses helfen wollen, was der für den anderen was tun und zu ändern. Nein, mit mir gut umgehen. Das wäre das Schöne. Vielleicht hat der eine oder andere eine Idee, wie starte ich in den Tag, was tue ich in den Tag, dass ich mich ins Jetzt hole. Und ja, wie kann das gelingen? Darf ich da kurz was dazu sagen? Gern, Gregor, bitte. Ja. Also zuerst zu dem ein Satz, der mich begleitet, zu dem, was du zuerst gerade gesagt hast. Und der ist eine Herausforderung. Wir können kein Opfer und Meister, also wir können nicht Opfer und Meister gleichzeitig sein. Und der ganz wichtige Schritt ist, zu erkennen, dass wir keine Opfer sind. Ich kann aus meiner eigenen Kraft heraus handeln, wenn ich mir meiner eigenen Kraft bewusst bin. Und das entsteht auch wieder aus dem Jetzt heraus. Und es braucht auch nicht immer die Stärke. Es ist eine große Stärke, die Schwäche zu zeigen. Und gerade für uns Männer jetzt in dieser Zeit ist es wichtig, aus diesem Patriarchatsdenken rauszugehen und auch einmal vielleicht unsere Schwächen zu zeigen, vielleicht einmal offen zu weinen oder Emotionen zu zeigen, Gefühle zu zeigen und auch einmal schwach sein zu dürfen. Und dann wieder in dieses Jetzt zu gehen. Und ich glaube einfach so, weil ich da gerade in der Wiesn sitze, in der Nassen, was ist ein wunderbares Morgenritual? Barfuß rausgehen in die Natur und das spüren.
Ich habe den ganzen Winter in der Arktis verbracht, hoch oben in Norwegen. Und ich bin auch in der Früh rausgegangen, barfuß in Schnee. Und habe das gespürt. Und dann wieder ein warmes Bad zu nehmen. Das ist so mein Morgenritual. Ich bin gespannt, was ihr für eure welche habt. Guten Morgen. Darf ich was sagen? Ja, bitte, bitte. Guten Morgen. Ja, also ich bin auch, komme auch aus der Wirtschaft von früher, habe Betriebswirtschaft studiert und mein Leben hat mich einfach was anderes belehrt. Ja. Vor 2 Jahren, da neben mir ist der Peter, hat er einen Schlaganfall gehabt und hat unser Leben komplett auf den Kopf gestellt. Ja? Und ich habe immer morgens den Wecker gestellt und habe immer schon Pläne gehabt für den Tag und habe immer schon alles Mögliche organisiert und war volle Kanne quasi on. Und jetzt galt es einfach, das anzunehmen, was da war. Ja? Peter vielleicht noch mehr wie ich. weil einfach wir beide Macher jetzt plötzlich uns auf ein ganz neues Leben einlassen dürfen. Und ich habe erlebt, dass dieses neue Einlassen und das Annehmen, was jetzt ist, uns eine ganz neue Qualität gegeben hat. Also unsere Liebe, ich glaube, hat jetzt noch viel mehr Tiefgang als vorher, ja. Wenn man einfach sagt, okay, jetzt geht, was eben jetzt geht, ja. Und mein Morgenritual ist jetzt, und das ist für mich eine Herausforderung gewesen, kein Weckersteller, sondern heute habe ich einen gestellt für dich, für uns, aber kein Weckersteller und einfach dann beginne, wenn ich beginne. Und dann enden, wenn ich ende. Das ist für mich auch eine ganz neue Erfahrung. Und das ist heute mal um 6, aber meistens ist es etwas später. Aber ich habe einfach einen anderen Rhythmus, ein anderes, und das nehme ich jetzt. Auch wenn meine innere Mutter immer sagt, man muss morgen früher Vogel fängt den Wurm. Und so Zeugs habe ich immer gehört. Und ein faules Mädchen oder was weiß ich, wenn man nicht aufsteht, wenn man der Tag nicht beginnt und was man morgens nicht tut, geht abends nicht mehr und lauter so Zeugs habe ich immer gehört. Ja? Nein, das stimmt nicht. Es ist viel leichter, wenn es der richtige Zeitpunkt ist. Ja? Und auch mal Mut habe zur Unperfektion und lauter so Sachen. Ja? Und meine jüngste Erkenntnis möchte ich jetzt auch noch kurz mit euch teilen. In der sogenannten Esoterik oder in dieser Welt, wo die entwickelten Leute sind, mehr oder weniger. Ich habe vor kurzem gesagt, ich pfeife auf Entwicklung und auf Themen und was ich bearbeiten muss, ich pfeife drauf, weil das führt mich alles weg von mir. Und meine Form von Selbstliebe ist, dass ich das, was im Moment da ist, wenn mich ein Stein drückt, dann mache ich einen Schritt. Und wenn er nicht drückt, dann bleibe ich stehen. Also ich nehme das, was jetzt ist, ja, nehme ich wahr und mache aus dem was. Und stehe mehr zu mir und nach innen und pfeife auf das, was andere von mir erwarten. Und das ist meine jüngste Erkenntnis und hat jetzt leider nichts mit Morgenritual zu tun, Kat, aber es ist meine Freiheit und meine neue Erkenntnis. Und ich glaube, mit dem gehe ich jetzt in den Tag und in die Welt und versuche das jeden Tag neu umzusetzen. Ich grüße alle aus Reichenau an der Rax. Wir sitzen hier vor einem herrlichen Schneebergpanorama und freuen uns, mit euch den Tag beginnen zu können. Danke. Danke, Inge, sehr berührend. Ja. Schön. Anzunehmen, schön. Mhm. Danke, ich würde gern auch was teilen, was so mein Morgenritual ist. Ich bin die Andrea aus Oberösterreich
beschäftige mich schon ganz lange mit alles, was braucht für eine neue Kultur. Darum finde ich das so fein, was ihr macht. Das Verbindende finde ich immer, das suche ich immer in allen. In der Permakultur finde ich das, das finde ich in der Kreiskultur, in der indianischen Kreiskultur finde ich das sehr. Und auch in The Work mit der Byron Katie, wo ich einfach permanent hinterfrage, ist das wahr, so wie du gerade gesagt hast, Dinge, der frühe Vogel fängt den Wurm, ist das überhaupt wahr? Also einfach, mir hilft sehr, wenn ich mit The Work frage, das ist einfach nur was, wo ich hinterfrage, ist das wahr, ist wirklich wahr, wie reagiere ich, wenn das passiert? Und wie würde es mir gehen, wenn ich das nicht glauben würde? Und dann das Ganze an umdrehen, so wie du sagst, Gregor, wenn ich jetzt glaube, weil ich muss das machen, dass ich das vielleicht dann umdrehe und mich frage, ich kann das machen, ich kann das machen und ich will das machen. Also das ist was mir total hilft, einfach immer wieder, wenn mir was auffällt, was mir Stress bereitet, dass ich mir das hinterfrage und auch das Gegenteil anschaue. Und mein Morgenritual ist, das hat sich aus dem herausentwickelt, ist so eine Dankbarkeitslisten. Das ist ja was, was man schreiben kann, was eh viel kennen, aber was so eine schöne Praxis war, ist, was auch sehr verbindend ist, ich habe zwei Gruppen und da schreibe ich in der Früh einfach, für was ich dankbar bin. Und das mache ich wirklich fast jeden Tag, wofür ich mir selber, die anderen oder dem Universum dankbar bin. Und da fällt mir so viel auf. Und es ist so unglaublich, weil so oft habe ich meinen Fokus auf das eine, was noch nicht passt oder das, was nicht passt. Und dabei ist so viel parallel da, was schon fein ist, was schon gut ist. Und das ist jetzt dadurch, dass ich das jeden Tag mache, fast jeden Tag, und das dann in meine Gruppe schicke, von meinem Frauenkreis, das sind mir ganz liebe Leute, und eine andere Gruppe, die mir noch sehr wichtig sind, wird es mir einfach so viel mehr bewusst. Und den ganzen Tag fällt mir jetzt auf, für das kann ich eigentlich dankbar sein und für das. Und war das auch. Und das ist so, wie wenn ich eine neue Brille aufhabe. Und mein Fokus verschiebt mir das. Weil ich werde viel bewusst auf so Kleinigkeiten. Genau. Und das ist was, was mir recht hilft. Und das ist ein schönes Morgenritual für mich geworden. Und was es nun macht, es verbindet mich so mit den Leuten. Mit denen da dieses Teil, wofür ich dankbar bin. Genau. Und wenn ich dann von einer auch her was, für was dankbar sein, es ist so was ganz was Persönliches, Verbindendes. Und dann denke ich mir, ah ja, für das kann ich auch dankbar sein. Heute wird meine Mama 80 und ich bin zum Beispiel so dankbar, dass sie noch da ist, sie in der Nähe wohnt, dass ich noch was tun kann für sie und dass ich mit ihr gut zurechtkomme. Also so ganz Großigkeiten und winzig Kleinigkeiten tauchen da auf und werden einfach so viel bewusster, indem ich es kurz aufschreibe, tipp und die anderen schicke und dann von den anderen was her. Genau. Danke. Wohin lege ich den Fokus? Wohin schaue ich? Ja? Ganz, ganz bewusst. Schön. Mhm. Jetzt würde ich auch das gleich noch aufnehmen. Wohin lege ich den Fokus? Also ich bin die Uschi Rieder, ich bin gebürtige Kärntnerin und sitze am Fuße der Schmittenhöhe in Salzburg und schaue aufs Kitzsteinhorn. Und ich bin Steuerberaterin und habe aber, eben ich sage immer, das war, weil ich in Kärnten am Globeinersee groß geworden bin. Ich habe mir als Kind schon gedacht, das Leben muss anders sein und nicht nur aus Arbeit bestehen. Und mittlerweile bin ich Steuerberaterin und lege auch und bemühe mich und begleite meine Kunden dabei, dass ich ihnen sage, dass sie schauen müssen, also dein Wort von der Marie Eschenbach, das hat mich auch so begleitet, weil ich so viele Leute kennengelernt habe, die gesagt haben, sie werden irgendwann einmal das machen, wenn sie in Pension sind. Und ich habe auch gute Bekannte, die hat immer gesagt, na, und wenn ich in Pension bin, werde ich Klavier spielen. Und wie sie dann in Pension war, hat sie so Gichtfinger gehabt, dass sie nie mehr Klavier spielen hat können. Und das ist etwas, wo ich auch mir denke, dass so wichtig ist, dass man das Leben jetzt nimmt und nicht wartet. Weil meistens ist es so, man macht das, man macht sich selbstständig, man arbeitet. Das ist meist in der Zeit, wo die Kinder groß sind. Und irgendwann einmal ist dann die Zeit vorbei und die Kinder sind groß und man hat das gar nicht so richtig genossen auch mit ihnen. Und da ist mir eben
das ist die Frage, wo geht der Fokus hin? Was ist mir wichtig? Gregor, ich bin dir sehr dankbar für die Inspiration und dir, Georg, auch, dass du das organisierst und machst, dass wir uns da austauschen können. Was ich noch sagen wollte, eben, ich mache mit meinen Kunden Planungen, aber die sind nicht fix. Also das ist so, dass man sagt, man hat einmal einen Plan, irgendwie eine Idee, wo man hinkommt, aber der Plan ist immer so, dass wenn sich die Gegebenheiten und das Rundherum ändert, dann ändern wir halt den Plan. Der ist ja nicht in Stein gemeißelt. Der soll ja nur helfen, dass man ungefähr dorthin kommt, wo man hin will. Und wir arbeiten mit Zufriedenheitsfaktoren, weil mir so wichtig ist, dass man mit sich selbst verbunden ist, dass man schaut, um was geht es mir eigentlich. Und das sind meine Erfahrung ist, dass die meisten Menschen einfach nur gleich ein gutes Leben haben wollen. Sie wollen Leichtigkeit haben, sie wollen so viel haben, dass sie leben können und dass sie die Anerkennung und die Wertschätzung haben. Und da gibt es einfach ganz viele unterschiedliche Strategien. Und ich denke mir oft, in unserer Welt jetzt ist es so wichtig, das Bewusstsein zu kriegen. Es hat oft mit dem Bild zu tun, das wir im Kopf haben, wie wir manche Sachen erreichen. So wie die gesagt hat, nein, ich muss erst warten, bis ich in Pension bin, dass ich dann da Zeit habe. Und es ist so wichtig, dass man das Bild im Kopf ändert, wie das ausschaut. Und deswegen danke ich euch für das Format, weil ich denke, das ist eine Möglichkeit, einfach die Bilder im Kopf zu ändern und in eine neue Zukunft zu gehen, wo man einfach sieht, dass es möglich ist, dass wir auch anders leben können. Also ich habe ganz viel Erfahrung damit, wenn ein Kunde da sitzt und der sagt, ja, und er muss, so wie du gerade gesagt hast, hart arbeiten. Das ist nicht notwendig. Wir in unserer Kanzlei, wir machen, so wie jetzt haben wir Sommerpause, wir machen im Sommer 2 Monate zu. Und es gibt uns seit 20 Jahren, wo sie alle sagen, das gibt es nicht, ein Steuerberater, der 2 Monate im Sommer zu hat. Aber wir machen zu, wir haben schon ein kleiner Teil, wo wir einmal eine Woche dazwischen arbeiten, aber es ist möglich. Man kann andere Wege gehen und man kann super leben damit. Also uns geht super. Das wollte ich mitteilen. Ja, danke, Ursula. Wir haben ja auch Vorbilder der Gesellschaft, die wir suchen, und Vorbilder der Wirtschaft. Und die Ursula ist unsere Wegbereiterin als Steuerberaterin, um zu zeigen, es kann in beide Dinge, wirtschaftlicher Erfolg und menschlicher Erfolg, die gehören zusammen. Und das ist ganz ein schöner Ausdruck, was mir da kommt noch, wenn du sagst, Ursula, was wichtig ist, zu bestärken. Wir reden oft über Dinge ganz automatisiert und schwächen den anderen eigentlich. Wir verunsichern und diese Stärken, diese Ermutigen, das wäre so wichtig. Wenn jemand aus der Komfortzone geht oder wie da ist, macht es einer selbstständig, da kämen die Leute und sagen, oh, und das Risiko und all die Sachen. Aber das Umgekehrte, in der Entscheidung zu bestärken, und das gibt uns so viel Kraft. Und das merke ich halt schon, dass da Automatismen laufen, ganz unbewusst, gar nicht böse gemeint, die eben genau das Gegenteil bewirken. Und das kehren wir um. Wir haben auch bei uns im Team jetzt kürzlich besprochen, dass eine gewisse Starre da ist, eine Ohnmacht bei gewissen Unternehmen, Ängste. Und wir sehen jetzt wirklich den Impuls, das zu lösen. In die Leichtigkeit, in die Freude zu gehen. Wir haben nächste Woche einen Teamimpuls. Und das ist möglich, wo der Gregor auch dabei ist. Danke, Gregor. Und ja, dieses Luftige, dieses Leichte, dieses Freudige, das ist möglich. Und die junge Generation ist eine große Chance, die zeigen uns das. Die zeigen uns das, wenn es denen nicht taugt in der Firma, sagt er, mache ich mich jetzt selbstständig. Da ist viel mehr Leichtigkeit in dem Sinn da. Es braucht Achtsamkeit, es braucht Menschlichkeit. Und ja, da sind so viele Impulse in dem Sinne, da, weil ich da spüre, ja, das ist genau der Ausdruck. Und weil einmal das Wort Esoterik gefallen ist, das sagt man sehr schnell, aber diese Erdverbundenheit, die Spiritualität, diese Eigenreflexion, die ist so wichtig und die bringt uns weiter. Jetzt haben wir noch eine Viertelstunde. Wer mag noch einen kleinen Impuls machen? Ja, ich würde mich gerne einschalten. Ich bin der Tom.
Guten Morgen in die Runde. Ich bin heute das erste Mal dabei in diesem Forum, aber ich glaube, Georg, wenn ich es richtig verstanden habe, ist das auch das erste Mal heute. Genau. Ja, danke für die vielen interessanten, inspirierenden Meldungen. Ich bin Architekt und ich habe täglich mit Plänen zu tun. Und ich habe lange Zeit gebraucht, bis ich verstanden habe, dass mein Plan also nichts Starres ist in der Definition und Stures ist, sondern er ist maximaler Orientierung und dann, sage ich mal, im Alltag, auch im Tun, in meinem Fall mit einem Auftraggeber, ist es ein Prozess, wo man am Anfang, wenn man den Prozess startet, noch gar nicht weiß, wo er enden wird. In vielen Bereichen endet es natürlich bei uns dann in einem Gebauten, aber das ist das, was auch der Gregor gemeint hat, einfach einmal loszugehen und kein Ziel zu haben, weil der Weg ist einfach das Ziel an und für sich. Das klingt alles nachvollziehbar, das klingt alles auch sehr gut und es ist auch gut und es fühlt sich auch sehr gut an, wenn man im Alltag das zumindest in Teilbereichen auch so spürt und so leben kann. Meine Wahrnehmung war aber, dass es bei mir jetzt erst schon langsam beginnt, diese Qualität einfach zu spüren, weil man wahrscheinlich ja von klein auf ja verbildet wird, ich nenne es einfach einmal so, sich selbst zu spüren, den anderen zu spüren und das Umfeld zu spüren. Und das ist der große ja, Aufwand oder die große Herausforderung, wie kann man diese Verbindung wieder lösen, dass man wieder im Jetzt ist und in sich selbst ist und mit der Natur verbunden ist. Und da braucht man halt speziell als Unternehmer einfach ein unglaubliches Selbstbewusstsein, eine Liebe zu sich selbst und vor allen Dingen im Tun auch eine Sicherheit. Und ich bin jetzt ja über 20 Jahre selbstständig und ich habe jetzt erst, wie ich es gesagt habe, so das Gefühl, ich habe jetzt die Sicherheit, ich weiß jetzt, was ich kann. Ich weiß aber, was ich vieles nicht kann und das macht mir überhaupt keine Angst, sondern das stärkt mich in dem, was ich kann. Und das ist halt so die große Herausforderung, dass halt im Leben immer alles schnell gehen muss. Man muss immer sofort einen Erfolg im Tun sehen. Und das ist halt ein Prozess. Der Plan, mein Plan ist ein Prozess, mein Leben ist ein Prozess. Und ich sehe die Ökonomie der Menschlichkeit als wunderbarer Prozess in dem Fall, nicht als Plan, als Prozess. Und ich freue mich da, wenn ich in manchen Bereichen und Themen damit einsteigen darf und auch dabei sein darf. Und zum Thema Ritual, ich stehe jeden Tag ganz, ganz früh auf, ganz, ganz früh, aber für mich früh um 5 und bin dann in der Natur. Meistens laufe ich ein bisschen, aber nicht im sportlichen Sinn, sondern einfach im Sinn der Bewegung, weil ich da einfach eine halbe, dreiviertel Stunde meinen Kopf relativ frei kriege und weil das in der Früh, da fange ich zwar keinen Wurm, aber es ist die Zeit für mich und die Natur, bis dann schon langsam die Familie erwacht und dann eigentlich das Büro leben und doch der Alltag, den man auch braucht. Ich brauche auch den Alltag, ich brauche die Herausforderung und gleichzeitig versuche ich das aber alles mit einer gewissen Leichtigkeit und einer Freude im Tun zu machen. Und wie gesagt, danke lieber Georg, dass du das Ganze so unglaublich intensiv vorantreibst und danke, dass ich ein Teil dafür sein darf und ich wünsche euch allen heute noch einen wunderschönen Tag und ich wünsche mir und meiner Familie einen schönen Urlaub, weil wir brechen heute auf in den Süden 2 Wochen am Campingplatz und da sind wir auch so richtig mit der Natur verbunden. Liebe Grüße in die Runde. Danke Tom und danke, dass du dabei bist, weil es hätte viele Gründe gegeben, dass du gesagt hättest, nein, es geht nicht mehr, wir sind schon auf Urlaub und all die Sachen. Und das merke ich einfach, es geht um eine Entscheidung, es geht immer um eine Entscheidung und wenn man die trifft, ist es wunderbar. Danke für deine Begleitung, Tom, für deine ganz, ganz wertvolle, danke. Ich möchte mich auch kurz melden. Ich glaube, ich habe es jetzt geschafft. Mein Name ist Johanna aus Kumpelskirchen. Ich bin Winzerin und halt dadurch sehr erdverbunden und ja, es ist wirklich so, wie du Gregor gesagt hast und deswegen bin ich sehr, sehr dankbar, da heute auch dabei sein zu können. Ja, wenn man sich einfach ja, dieses Gefühl, sage ich einmal, was wir da draußen erleben dürfen als Winzerin und im Garten mit der Erde zu arbeiten, also das hat mir halt sehr geholfen und habe sehr lang gebraucht, dass ich das nicht
als selbstverständlich sehe. Also, dass wir hier arbeiten dürfen. Und ja, und mein Morgenritual sozusagen ist, dass ich einfach rausgehe und das genießen kann. Also, dass nicht das Arbeit sehe, sondern einfach hier mir meine Kraft holen kann. Und ja, für uns, die wir damit arbeiten, ist das meistens so selbstverständlich. Und ja, eigentlich bin ich dann durch meine Gäste beim Heurigen draufgekommen, dass wir es so schön haben und dass wir einfach schauen müssen, dass wir das erhalten. Und diese Leichtigkeit spürst du erst dann. Also das weiß ich nicht, das geht gerade alles auf. Also diesen Wandel der Zeit erlebe ich ganz, ganz stark. Ich glaube, als junges Mädel habe ich schon probiert, alle zusammenzuholen und sagen, wie schön haben wir es hier. Und jetzt auf einmal sieht es, ich weiß nicht, fast jeder, der zu mir kommt. Und ja, dafür danke ich. Also ich weiß gar nicht, ich kann das nur so sagen und bin da sehr emotional und sehr gerührt, dass wir da heute zusammengekommen sind und genau diesen Weg zulassen können. Und ich weiß gar nicht, da gibt's ganz schöne Geschichten, die jetzt auf einmal da sind. Oder vielleicht lasst man sie einfach zu. Und ja, ich gehe raus und gehe mal zu meinen Schafen, wo es immer geheißen hat, in Gumpelskirchen darf man keine Tiere mehr halten. Und habe dann einen ganz lieben Freund, der gesagt hat, Zufriedenheit kriegst du durchs Garteln und durch Tiere. Und das hat mir halt sehr geholfen. Weil diese Ruhe kriegen, die übertragen das einfach. Und da muss ich einfach runterkommen, weil ja, die brauchen was zum Essen und die brauchen eine Ruhe. Und da wird das sofort reflektiert. Und ja, das Schöne ist, dass das jetzt wirklich, glaube ich, in diese Richtung gehen kann. Und bin sehr, sehr froh, dass wir uns kennengelernt haben. Weil, ich weiß nicht, diese Angst ist jetzt weg, dass ich das wirklich erleben darf. Danke vielmals. Johanna, danke. Das ist ganz interessant. Danke für deinen Impuls. Wir haben ja zwei Ebenen, Ökonomie der Menschlichkeit. Und der zweite Raum ist ein paar Gemeinden aus den 2000. Und Gumpelskirchen ist ein Schatz, Johanna ist der Oberschatz. Und da kann wirklich ganz was Schönes entstehen mit Humusaufbau, mit Pflanzen, mit einer wunderschönen, tolle Gemeinde. Und Johanna, danke für deinen Impuls. Und das ist, ich bin immer Beobachter. Ich schaue nur, wie entstehen diese Leuchttürme, einfach den Impulsen zu folgen. Und das merke ich auch bei dir. Du bist eine Umsetzerin, du machst drei Sachen, du bist Winzerin, hast einen Gemeinschaftsgarten mit 120 Leuten oder 150 Leuten in die Weg gesetzt. Und das ist alles mit einer Entscheidung, mit einem Impuls entstanden. Und das ist das. Dieses Denken kann eine große Chance, aber auch eine Riesenhürde. Und ich bin oft direkt traurig, wenn ich Leute triff, die so viel vorhaben im Leben, dann treffe ich Jahre später wieder und die Situation ist immer noch die gleiche, weil das ist richtig, aber letztlich, wenn ich mir so die Sinnfrage stelle, dann wird es öftere andere Entscheidungen brauchen. Und heute war ich das Beispiel, Klavier spielen da die gern und dann kann ich es nicht mehr, weil die Finger nicht mehr mitspielen und alles zu verschieben. Nein, das jetzt, Gregor, danke für den Impuls, dass du gesagt hast, ja, Zeit. Jetzt. Wir haben Zeit. Zeit ist irgendwo Illusion, die ist da und die kann man gut nutzen. Und wenn wir bei sich bleiben, und ich habe vielleicht da in der Runde noch gesagt, ein bisschen die Situation, dass da mir jetzt Leute sagen, ja, du bist hier schon egoistisch. Und ich stelle mir auch die Frage, aber wenn es für mich was nicht gut ist und ich lasse mich auch nicht benutzen, wenn ich mit jemandem spreche und ich merke, da ist keine Resonanz und da geht es eigentlich nur um die Verneinung und das, was nicht funktioniert auf der Welt, dann ist das denn seine Wirklichkeit, aber ich bin nicht in Resonanz, ich stelle meine Zeit nicht zur Verfügung. Wir mit der Ökonomie der Menschlichkeit bauen Resonanzen auf, die uns stärken, die uns nähren, die uns Würde bringen, aber den Bauern, weil heute so viel Landwirtschaft da ist, 150.000 Bauern, jeden Tag waren ein paar weniger, bedarfsgerechte Landwirtschaft und die Würde des Menschen, auch des Bauern, das ist unser Urkraft, um die es jetzt geht. Und da sollte man alles dafür tun, dass wir das stärken, nähern und kooperieren. Und mir hat der Baldur Breimel kürzlich gesagt, es geht nicht um das Miteinander, sondern aus seiner Sicht um das Ineinander, um das wirkliche Verweben. Und es kehrt alles in dem Sinn zusammen. Wir sind kein Konkurrenz als Unternehmer, sondern es geht um die Kooperative. Und Österreich ist ein wunderschönes Land, wo wir uns entfalten können. Und wirklich jetzt, oben ist egal, was passiert, von unten zahlen wir jetzt.
was möglich ist. Und Gerald Hütter, der Gehirnforscher, hat gesagt, die Änderung wird über die Wirtschaft passieren. Und das ist für uns die Ökonomie der Menschlichkeit. Und ich bin ganz, ganz dankbar und spüre auch, dass der Weg ganz alleine in der Feiner schöner ist. Und wir werden auch den Impuls alle 2 Wochen machen. In 2 Wochen ist die Wanderung. Und dann 2 Wochen später ist wieder ein anderes Thema, es wird ein anderer Begleiter da sein. Aber der Begleiter ist nur der Begleiter, es soll ein Raum für alle sein. Jeder sollte sich da mitteilen können, sehr, sehr vertraulich. Und das tut uns einfach gut, gehört, gesehen und geschätzt zu werden. Und das spüre ich in der Runde auch ganz, ganz stark, dass das da ist. Wir haben ganz genau 7.01 Uhr. Ich darf jetzt den Gregor noch die Schlussworte übergeben, lieber Gregor, mein Freund. Danke euch allen. Ja, danke für den wunderbaren Austausch, euch allen. Danke für eure Geschichten und Gefühle, die ihr da geteilt habt. Danke, Georg, dass du es möglich gemacht hast. Ja, die Reise geht weiter. Ich freue mich, wenn wir uns wieder sehen, wo auch immer das sein wird. Neben meinem Namen ist eingeblendet Wege der Freiheit. Das ist der Name von dem Verein, den ich voriges Jahr gegründet habe. Er heißt Wege der Freiheit, wenn das interessiert. Der ist gerade jetzt mehr oder weniger im Aufbau. Ende des Monats ist die Homepage fertig. Die heißt higherroom.com, also auf Englisch der höhere Raum, aus dem ich gerne handeln oder aus dem ich handle. Und ja, schauen wir, was daraus entsteht. Ich habe da heuer das erste Mal eine Reise ins Nichts organisiert. Es wird in Zukunft auch mehrere Reisen ins Nichts geben, wo einfach der Ort der Begegnung fixiert ist, wo man sie treffen und dann der Weg im Gehen entsteht. Und man sich einfach vertraut, dass man dort hingeführt wird, wo man hinkehrt. Vielleicht begegnen wir uns da oder wo auch immer. Oder vielleicht überhaupt schon jetzt in 2 Wochen bei unserer Wanderung da am Wolfgangsee. Das wäre wunderschön, wo wir dann noch mehr Gelegenheit haben zum Austausch. Ich wünsche euch von Herzen alles Liebe und Gute. Gehen wir gut durch diese Wandelzeiten, sind wir füreinander da. Und ja, das Leben ist schön. Danke. Ciao. Danke. Danke für euer ja. Schönes Wochenende. Danke. Danke. Vielen Dank und pfiat euch. Danke. Okay. Ciao. Ciao.